Heute möchten wir euch zeigen, wie ihr die beiden Stile Manga und realistisch voneinander unterscheiden könnt, am Beispiel eines Porträts. Wir fangen erstmal mit unserer oberen Gesichtshälfte, also mit einem Kreis, und versuchen gleich statt eines Ovals, was ein bisschen schwierig ist, deuten wir nochmal das Kinn an. Also viele arbeiten mit einem kompletten Oval, aber das ist etwas einfacher, einen Kreis zu zeichnen und darunter nochmal sozusagen die Kinnpartie anzudeuten. So, jetzt haben wir grob die Gesichtshälfte gezeichnet und die aber um zwei Linien erweitert werden. Einmal die Orientierung für die Augen, das ist ungefähr die Hälfte des Gesichtes. Und das ist die Augenhöhe. Und wir machen nochmal die Mittellinie, die uns das auch nochmal teilt. Das ist die Mediallinie, die man auch so bezeichnet. Die hat zusätzlich noch die Funktion, dass sie uns die Blickrichtung der Figur jeweils erläutern kann. Das werden wir dann nochmal in einem Video separat erklären. Wir sehen das als erstes mal als ein Fadenkreuz, das uns hilft, das Gesicht und die einzelnen Bestandteile des Gesichtes wie Augen und Ohren dort perfekt zu platzieren. Wir können jetzt zeigen, deuten wir uns die Augen an, wie sie richtig platziert werden. Können wir auch an der Stelle auch mal die Nase, also sprich die Nasenlöcher andeuten. Und sehen, das was ich am Anfang gesagt habe, dass das Gesicht ist ungefähr halb aufteilt. Sprich, wir haben exakt an der Augenhöhe die erste Hälfte und das untere ist dann die zweite Hälfte. Hier sehen wir nochmal, dass von der Nase bis zum Kinn eigentlich nochmal die Hälfte ist. Und das Ganze dann kann noch einmal unterteilt werden, also in ein Achtel. Wir müssen natürlich bedenken, dass es immer, jedes Gesicht ist eigentlich individuell. Aber das ist sozusagen die Ausgangsform für jedes Gesicht, was man anwenden kann und dann individuell anpassen kann. Also, wir haben jetzt die Unterteilung und können jetzt dann den Hals andeuten. Die Unterteilung gilt übrigens für Manga, aber auch für realistische Porträts. Ist diese Unterteilung gültig. So, jetzt deuten wir die Ohren an. Die sitzen etwas über der Linie und etwas über der Augenlinie setzen wir die an und lassen die ungefähr in dem Viertel, also sprich unter der Nase, leicht enden. Wie gesagt, auch nochmal unterschiedlich. Andere haben kleine Ohren, manche haben große Ohren, aber das ist zur Orientierung eigentlich wichtig. So, und jetzt ist das auch sozusagen die Grundzeichnung, um zu sagen, wir machen jetzt Manga oder realistisch. Da haben wir jetzt mal kurz etwas vorbereitet. So, und jetzt vergleichen wir am Beispiel des Details vom Manga zur realistischen. Wir beginnen mit den Augen. So, die werden jetzt natürlich nicht so groß gezeichnet beim realistischen Porträt. So, wird die Pupille angezeichnet. Mit der Iris. Ganz wichtig, immer auf die Reflexe zu achten, damit eine gewisse Lebendigkeit aus dem Porträt herausspricht. Bisschen Schattierung, das können so Art Tränensäcke sein. Die Augenbrauen. So, und im Vergleich dazu zeichnen wir das Comic- oder Manga
Auge ein. Komm ein bisschen die Falten nochmal ausarbeiten. So, und ihr müsst natürlich das Auge dem bestimmten Charakterzügen anpassen. Manchmal ist es, sind es bei einem mehr Falten, bei einem weniger Falten. Bei Manga kann man das natürlich genauso übertreiben. So, da seht ihr schon den Unterschied. Das Auge ist viel größer. Also die Augenhöhe ist wie gesagt immer ganz gleich, da müsst ihr drauf achten. Und die gewissen Partien des Auges sind natürlich ein bisschen größer hervorgehoben. Ihr könnt die Position, also die Augenbrauen natürlich schräge ansetzen, das ist immer auch natürlich, je nach Ausdruck, ist es jetzt etwas jetzt glücklicher Ausdruck oder etwas unglücklicher oder wütend, fragend, da könnt ihr natürlich mit der Augenbraue variieren. So, jetzt schraffieren wir dann die Pupille. So, jetzt kommen wir zur Nase. Hier können wir dementsprechend die Nasenlöcher andeuten. Ihr seht, ganz, ganz wichtig, leichtes Vorzeichnen und dann mit Kontrasten arbeiten. Ganz wichtig, nicht diese Linie, die man sonst oft in Zeichnungen sieht, von Auge zu Nase ziehen. Die gibt es eigentlich nicht. Das Gesicht lebt von den Schattierungen, dass ihr einfach mal da ein bisschen helle Partien und dunkle Partien habt und dadurch kommt sozusagen die Tiefe in der Zeichnung ein. So, wir können es mal, ich probiere einfach etwas aus. Man kann die Linie bei der Nase nochmal so ganz schattieren bis zur Augenbraue hoch. Müsste es aber nicht. Manchmal reichen auch in Modeskizzen zum Beispiel nur die Nasenlöcher, die angedeutet sind. Bei dem Mund, der ist etwas schmaler. Dort mir ein bisschen die Lippen an und die Unterlippe. Wir machen die an der Mundöffnung etwas mehr Betonung, weil sozusagen, wenn wir in den Mund hineingucken, ist da ein Kontrast zu den Zähnen, zu der Unterkante der Lippe. Wichtig für euch ist auch, wieso wir einfach nur mit Schattierung arbeiten und nicht die Linien komplett umranden. Das menschliche Auge oder wenn wir eine Zeichnung beachten, erschließt es sich für uns das Bild komplett. Das heißt, wir müssen nicht jede Linie dem Betrachter erläutern und zeigen. Es reichen einige Linien und der Rest mit Schattierung. Und dadurch erschließt sich, wie gesagt, das Gesamtbild dem Betrachter besser.
Manga-Mund. Den machen wir etwas kräftiger. So, jetzt kommen wir zu den Ohren. So, die sind nicht so ganz ausgeprägt wie das menschliche Ohr. Und jetzt können wir noch so ein bisschen die Haare andeuten. Sieht bei dem realistischen Porträts, müsst ihr mehr auf die Schattierung achten. Also wo das Haar dunkler, wo es heller ist. Bei Mangas ist es einfacher, weil ihr könnt eigentlich mit wenigen Strichen arbeiten. Also viel mehr kleine, feinere Details im Haar als bei Manga. Das sind einfach mit wenigen Strichen, dynamischen Strichen. Und so könnt ihr es nochmal jetzt genau betrachten, vielleicht auch mal mit einer Hand abdecken. Genau das echte Porträt und das Manga-Porträt. Also im Groben ist der Unterschied im Auge zu erkennen. Ja, viel Spaß beim Nachzeichnen. Probiert es mir selbst aus.